Aus bislang ungeklärter Ursache sind zwei Fahrzeuge auf der Fahrbahn miteinander kollidiert. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt, drei Personen schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Arnheim komplett gesperrt. Und alles Weitere müssen die weiteren Ermittlungen dann in den Krankenhäusern und durch das Kommissariat ergeben. Die Autobahn ist gesperrt, wird da irgendwie abgeleitet oder gibt es da viel Stau? Ja, an der letzten Anschlussstelle wird der Verkehr erstmal abgeleitet. Und inwiefern eine Rückführung Sinn macht, muss dann die Zeit zeigen, wie lange das hier vor Ort dauert und ob diese Maßnahme in Frage kommt. Wie waren denn die Witterungsverhältnisse zum Zeitpunkt des Unfalls? Es hatte geregnet, die Fahrbahn war nass. Ob das Unfall ursächlich ist, muss auch im Nachgang noch geklärt werden. Das kann ich hier vor Ort noch nicht genau sagen. Wie lange wird das wohl noch dauern hier mit der Sperrung? Mehrere Stunden. Alleine bis das Unfallaufnahmeteam hier ist, dauert einige Zeit, bis das dann Maßnahmen abgeschlossen hat. Also ich rechne mit mindestens noch weiteren 4 Stunden.